Storage1612 fragt PeteSmee: Was denkt ihr, wie viele Formel-1-WM-Titel wird sich Max Verstappen insgesamt holen? Ich sag, Max Verstappen wird der neue Hamilton / Michael Schumacher. Ja, top, 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 top. Ich hab keine Ahnung. Wie viele Titel der Boy noch holt? Ja, gute Frage. Ich denke mal, dieses Jahr, ne, es kommt Nummer 2. Und dann liegt's halt auch an den anderen Teams. Also, Red Bull sehr stark, aber man muss natürlich auch sagen, Mercedes kommt immer besser rein. Und Ferrari, ja, da gibt es immer wieder die lustigen Memes und man fragt sich jedes Wochenende, hey Ferrari, wie könnte das dieses Mal versauen? Man darf aber auch nicht vergessen, also es ist ein krass großes Team, ultra viel Know-how. Darf trotzdem nicht vergessen, dass vor einer Zeit Ferrari noch eine Saison hatte, die absolut zum Vergessen war, wo du gar nichts gewinnen konntest, also nicht mal ansatzweise. Und es wird wichtig sein, dass Ferrari nächste Saison so die richtigen Schlüsse aus dieser Saison und auch also generell aus der Vergangenheit zieht. Dann könnte es schwieriger werden für Verstappen, aber aktuell ist Red Bull so stark. Wobei, werden die das nächste Saison halten können? Weiß ich nicht. Aber ich sag mal, Verstappen kommt auf mindestens 4 Titel. Das kommt ganz drauf an, wie lange der Wagen, in dem Max Verstappen fährt, gut ist. Also, wenn er es jetzt so beibehält, dann wird er krass sein. Wenn natürlich jetzt wieder Mercedes oder Ferrari plötzlich doch besser sind, dann wird das anders aussehen. Dann wird Leclerc oder Hamilton oder Russell wieder Weltmeister. Oder Sainz. Es hängt halt viel vom Wagen ab. Aber man merkt ja auch, wie sehr einfach Max Verstappen Perez aktuell dominiert. Das ist ja richtig krass. Das kam ja bei Bottas und Hamilton nicht so vor. Weil es gab halt auch Zeiten, wo Bottas, also nicht Zeiten, sondern es gab immer mal wieder auch Rennen, wo Bottas vor Verstappen war oder sowas und das ist irgendwie bei vor Hamilton war und das ist irgendwie bei Perez gefühlt gar nicht der Fall. Zu Beginn der Saison glaube ich ein Rennen oder sowas, wo man kurz gedacht hat, oh, läuft bei Perez mit den neuen Autos, aber dann ja, keine Ahnung. Also das kann halt gut sein, dass Max Verstappen auch die 7 locker schafft, weil der ist halt noch sehr, 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 sehr jung. Boah, das ist so schwierig zu predikten, weil so viele Faktoren damit zusammenhängen. Zum Beispiel, wer baut das beste Auto? Aber Red Bull hat es diesmal genailed, also könnte ich mir vorstellen, dass sie das noch ganz gut hinkriegen. Verstappen ist gerade der beste Fahrer. Fehlerfrei, wie eine Maschine. Sehr beeindruckend. Also könnte ich mir vorstellen, dass der die 7 sogar knacken könnte. Aber dafür müsste er jetzt noch 6 holen, ne? Ja, wobei, diesen hat er ja schon mal sicher. Das heißt, danach noch 5. Ich hoffe es ehrlicherweise nicht. Nicht, weil ich es Max nicht gönnen würde, sondern weil ich mich nicht von der einen Domination zur nächsten Domination wandern will. Ich sag mal, 4 schafft Verstappen safe in seiner Karriere. Er hätte auch das Potenzial, mehr zu machen, aber dann sind halt zu viele andere Faktoren dabei, die schwer sind zu predikten. Also ich gönne dem Max so viele WM-Titel wie -1 Michael Schumacher, von daher kann er gerne noch ein bisschen was rocken da. Ich finde es gut, dass es mal jemanden Neuen gibt auf der Plattform, der nicht Lewis Hamilton heißt und ja, das ist auch cool. Auch wenn ich Formel 1 irgendwie nicht so wirklich verfolge, aber es ist halt immer nice. Es ist halt ein bisschen langweilig, wenn es immer der gleiche Rennstall mit dem gleichen Fahrer macht. Deshalb schön, dass da mal wieder ein bisschen Competition auf der Strecke passiert. Und naja, ich hoffe, er wird genauso einen Herausforderer bald finden wie Lewis.